Heute gibt's eine neue Folge. Toni! Hey, Leute! Und wir werden heute hier im Maislabyrinth uns verstecken, beziehungsweise verstecken spielen. Und Toni versteckt sich und ich muss zählen. Deswegen bis später. Ich zähle bis 30, ja? Jetzt direkt los? Ja, eigentlich schon. Oh, okay. Okay, alles klar. 1, 2, 3. Oh mein Gott, Leute, also ich muss mich jetzt verstecken, ganz schnell. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Oh, ich muss mich beeilen. Ah. Okay, schnell. Okay, ich gehe hier lang. Oha, ich habe so Angst, mich zu verlaufen. Ich bin überhaupt gar nicht gut in Orientierung, Leute. Oh Mann, schnell. Es gibt so viele Abzweigungen, wo soll ich nur hin? Okay, ich gehe da lang. Okay, ich glaube hier ist ganz gut. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay, wir sind fertig mit Zählen. Das heißt also, Verstecken sollte so funktionieren, dass Toni jetzt eigentlich versteckt sein sollte in diesem viel zu riesigen Maislabyrinth. Und wir müssen mal gucken, ob wir sie da drin jetzt finden werden. Also, kommt mal mit. Ich kann es euch zeigen. Im Prinzip ist dieses Maislabyrinth so aufgebaut, dass man da drinnen sich relativ einfach verirren kann. Das Ganze funktioniert wie folgt. Man hat also immer so eine Gabelung und es geht entweder ganz weit nach da hinten in die Richtung oder halt ganz weit nach hinten in die Richtung. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einem Maislabyrinth wart, aber tatsächlich hat man in der Mitte von einem Maislabyrinth immer ein Zentrum. Und das müssen wir, glaube ich, irgendwie erreichen. Beziehungsweise, eigentlich muss ich Toni finden, aber ich denke, dass sie sich wahrscheinlich in der Mitte versteckt. Weil es ist Toni. Also, wir müssen jetzt einfach mal ein bisschen gucken, ob wir hier vielleicht irgendwo so ein Anzeichen oder sowas finden, wo wir einen Tipp oder sowas oder vielleicht einen verlorenen Gegenstand von Toni finden können. Und guck mal da rein. Oh, okay. Das sieht jetzt, also irgendwie, ich gucke sogar in die Richtung rein, so, soll ich jetzt da lang gehen oder da lang? Und man hört Toni auch nicht. Toni? Toni? Okay, ich glaube, das wird ein bisschen dauern. Alles klar. Also hier ist quasi alles aus Mais. Hey, guck mal, da ist sogar ein Maiskolben. Oder? Das ist tatsächlich echter Mais. Man kann aber nicht reinbeißen. Okay, also ich sollte mich vielleicht mit anderen Sachen beschäftigen. Bevor es dunkel wird, muss ich Toni nämlich unbedingt finden. Okay, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber das hier ist auf jeden Fall nicht Toni. Wir fragen einfach ganz nett. Ich habe das Gefühl, der Mann weiß bestimmt, wo es lang geht. Hallo? Guten Tag, mein Name ist Roman und ich suche Toni. Haben Sie Toni vielleicht gesehen? Okay, versuchen wir es anders. Darf ich hier einfach durchgehen vielleicht? Nein. Okay, also darf ich hier nicht durchgehen. Aber, warum nicht? Gib mir deine Schuhe. Meine Schuhe? Ich brauche deine Schuhe. Meine Schuhe? Aber wenn du meine Schuhe kriegst, darf ich hier durchgehen. Genau. Okay. Das Problem ist, ich kann ihm meine Schuhe nicht geben, weil ich nämlich meine eigenen Schuhe brauche. Wäre es okay, wenn ich dir andere Schuhe bringe? Ja. Okay. Dann lass uns mal zurückgehen. Also, wir haben in diesem Maislabyrinth gerade einen Menschen gefunden, der angezogen ist wie ein Römer, der meine Schuhe haben will. Aber ich kann ihm vielleicht auch andere Schuhe bringen. Okay, wisst ihr was? Ich habe das Gefühl, wir gehen einfach mal weiter und ich habe das Gefühl, hier gibt es bestimmt noch irgendwo einen Ort, wo ich bestimmt Schuhe finden kann. Wir gucken einfach mal. Oh Mann. Okay, also, wir müssen uns langsam ein bisschen beeilen. Toni ist ganz schön weit reingelaufen und dieses komische Labyrinth ist einfach riesengroß. Deswegen muss ich... Krone? Oder Schuhe? Haha! So ein Ding ist das. Okay, ich habe gewusst, dass hier irgendwas präpariert ist. Deswegen können wir vielleicht auf dieses Schild vertrauen und wir gehen mal weiter. Und guck mal, ob wir vielleicht dort Schuhe finden, ne? Für diesen komischen Römer. Also, schauen wir mal. Alter, das sind die Schuhe? Alter, Leute, das hier sind Schuhe. Und zwar goldene Schuhe. Alter, das ist perfekt. Okay, damit hätten wir auf jeden Fall schon mal das erste Item gefunden, ne? Um möglicherweise an diesem Römer vorbeizukommen, weil er ja meine Schuhe haben wollte, könnte ich ihm eigentlich diese goldenen Schuhe anbieten. Aber was ist, wenn er die goldenen Schuhe nicht mag?
Oh, okay. Im Notfall könnte ich dann einfach die goldenen Schuhe anziehen. Ich hoffe einfach mal, dass der sie nimmt. Okay. Schnell wieder zurück zu diesem Römer und ich versuche ihn zu überreden, dass er mich durchlässt. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Toni da dran vorbeigekommen ist. Aber hat sie ihm dann vielleicht auch die Schuhe gegeben? Hm, keine Ahnung. Na egal, komm, wir müssen uns beeilen. Also, wenn es die Schuhe nicht sind, dann wird er wahrscheinlich gar keine Schuhe akzeptieren. Es sind goldene Schuhe, plus da war ein Schild, okay? Und wenn da ein Schild ist, dann muss das quasi auch von der Quest her stimmen. So, ich gucke einfach mal, dass ich ihm das irgendwie verkauft bekomme. Okay, er kommt hier gleich um die Ecke. Wir sind cool, wir sind lässig und wir werden ihm jetzt einfach diese Schuhe geben, um da durchzukommen, okay? Ganz entspannt. Oh, okay, Leute, da ist er. Er sieht irgendwie nicht so ganz freundlich aus. Ganz entspannt, Leute, wir kriegen das hin. Ich weiß ganz genau, wie ich die verkaufe. Oh, hallo! Guten Tag! Na? Schauen Sie mal, das hier sind echte, legendäre goldene Schuhe aus diesem Maislabyrinth. Und ich glaube, das ist sogar genau Ihre Größe. Ihre Größe. Schauen Sie sich die mal an. Das ist aus Gold geschmiedet. Schuhgröße 42 und eine Vollausstattung. Und ich denke, diese Schuhe sind genug. Okay, irgendwie checkt er da gerade was. Das sind die Schuhe? Oh nein. Das sind... Oh, jetzt prüft er die irgendwie doch ein bisschen genauer. Ich würde Ihnen die Schuhe... Okay. Der scheint irgendwie nicht so überzeugt zu sein. Hören Sie zu. Ich habe eine Idee. Und zwar, schauen Sie mal hin. Werter Herr, schauen Sie mal. Wenn man hier auf den Knopf drückt, dann fangen die an zu leuchten, okay? Und wenn man hier nochmal drauf drückt, dann kriegt das sogar andere Farben. Ja, genau, richtig, ja. Und sehen Sie? Und dann gibt es hier sogar einen Disco-Modus. Ha? Das sind Schuhe, ja, ja, okay. Hier, hören Sie zu, halten Sie doch mal. Oder ich stelle sie Ihnen einfach hier hin. Ja? Okay. Alles klar. Ich stelle sie hier hin und wollte fragen, kann ich dann gehen? Würden Sie mir das abkaufen? Also, Sie kriegen sie geschenkt. Und ich möchte nur durchkommen. Können beide leuchten? Ja. Der andere kann auch leuchten. Schauen Sie. Sehen Sie das? Ja. Cool, oder? Schauen Sie mal. Oh ja. Oh ja. Das ist cool. Ist es so in Ordnung? Kann ich dann gehen? Funktioniert. Alter, alles durch. Alles klar, danke schön, gell? Darf es passieren. Halt, stopp! Die sind für dich. Mit Goldmünzen? Okay, du wirst sie brauchen. Okay, danke schön. Vielen Dank. Alles klar. Der Typ war irgendwie doch ein bisschen komisch. Also, er war schon ein bisschen gruselig, er hat zu wenig geredet. Aber wisst ihr was? Irgendwie, am Ende des Tages hat es funktioniert. Schau euch das ab. Ich glaube, wir sollten weitergehen. Ich glaube, Toni wartet nicht. Los geht's, komm, komm, komm. Toni? Toni? Roman! Oh mein Gott, da ist sie. Oh mein Gott, ich kann sie hören, ich kann sie hören. Roman? Toni? Toni? Oh mein Gott! Nein, Toni! Leute, ich muss schnell sein, Mann! Ich muss schnell sein! Okay! Komm, 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 schnell! Oh, Gott! Oh, sie hat ihren Dr. Auge verloren! Oh nein! Sie hat ihren Dr. Auge Feuer verloren! Mist, sie rennt da weg! Oh. Okay, immerhin habe ich ihren Dr. Auge Feuer. Also, wenn er sowieso schon hier liegt, Leute, unter shop.arizo.de könnt ihr tatsächlich gerade die neuen Dr. Augen finden. Willkommen aus der Puste. Okay, schaut auf jeden Fall im Shop vorbei, da gibt's ihn. Ich passe jetzt auf den Guten auf. Oh mein Gott. Okay, Leute. Oh, ich glaube, ich habe ihn abgehängt. Jetzt habe ich sie verloren. Eigentlich hätte ich das so schnell beenden können, aber hey, guck mal da in der Mitte. Da ist eine riesige Rutsche. Das könnte der Ort gewesen sein, wo sie vielleicht hingerannt ist. Okay, Leute.
wir können noch mal ein bisschen weitergehen. Sie hat einfach den Dr. Auge verloren. Ich höre sie nicht mehr. Also Leute, ich glaube, das wird hier langsam irgendwie doch ein bisschen zu lang. Und irgendwie wird es auch schon dunkel. Und wisst ihr was? Irgendwie wird es auch nachts in so einem Maislabyrinth richtig, richtig gruselig. Hä? Was ist das denn? Okay, jetzt stehe ich also hier, ne, mit meinem Dr. Auge und mit diesem Schild, was mir aber trotzdem ein paar Moneten verspricht. Wisst ihr was? Vielleicht könnte das ja irgendwas damit zu tun haben, dass mir dieser komische Ritter so ein Goldmünzen gegeben hat. Ha, vielleicht muss ich die doch noch irgendwie eintauschen oder sowas. Also, komm mit, Dr. Auge. Wir müssen jetzt erstmal hier quasi um die Ecke gehen. Also eigentlich dann hier nach rechts und... No, warte mal. Das ist doch... Hey! Das ist ein Rucksack. Hey, ich glaube, dieser Sack auf dem Bild ist quasi ein Rucksack gewesen. Ich gucke mir das Ganze mal aus. Und eine Rolle. Was ist das denn? Hey, das ist so eine Art Karte. Hey, warte mal. Ist das nicht sogar vielleicht die Karte von diesem Römer oder Ritter oder was auch immer da stand? Der hat doch auch dieses Ding in der Hand gehabt. Warum liegt es jetzt auf einmal hier? Auf jeden Fall haben wir da oben einen Start. Dann müssen wir über Berge laufen. Dann sind ja irgendwelche Personen. Dann laufen wir 3 so Schritte runter und danach kommen wir ans Ziel. Okay, alles klar. Das ist auf jeden Fall ein richtiger Fall für mich. Okay. Ich muss mich beeilen, bevor es dunkel wird. Ich bin noch nicht mal in die Mitte gekommen, okay? Das wird jetzt eine Katastrophe. Okay, wir schauen mal rein, was im Rucksack drin ist. Was? Einfach so ein Hut? Oh Mann. Ein Hemd? Und dann, hä? Polizeioutfits? Und dann nochmal ein, oh nee, ein Polizeihut? Warum sollte das hier jemand ablegen? Naja, okay. Immerhin habe ich hier noch so eine kleine Brille, die mir vielleicht noch mal ein bisschen Sehstärke gibt, damit ich hier ein bisschen besser herumgucken kann. Guck mal, ich bin eine Oma. Also, ich würde einfach mal sagen, ich nehme den Rucksack vielleicht mal mit. Und es könnte möglicherweise sein, dass es jemand verloren hat. Und derjenige, der es dann verloren hat, den kann ich dann vielleicht das schenken. Und der kann mir dann sagen, wie ich vielleicht in die Mitte des Labyrinths komme. Ich glaube, das ist ein Ding. Also, rein damit. Was soll ich jetzt den Hut einfach anbehalten? Das ergibt gar keinen Sinn. Naja, komm, wir gehen einfach weiter. Okay, also Leute, ich würde mal Dr. Auge erstmal zum Schlafen einklappen, damit ich ihn hier in den Rucksack reinlegen kann. Und ich würde sagen, wir machen uns einfach weiter auf den Weg und werden erstmal weiter von dieser Karte hier diesen Weg irgendwie verfolgen. Das einzige Problem ist, ich verstehe nicht so richtig, wo ich langlaufen soll. Ich bin jetzt quasi einmal nach rechts gelaufen und dann sind wir jetzt quasi hier und dann müsste ich jetzt laut der Karte zumindest noch mal ein bisschen weiter geradeaus gehen und hier sollte ich dann eigentlich nach links gehen. Also da lang. Okay, jetzt langsam wird es irgendwie ein bisschen komisch. Das hier hat nichts mehr mit einem normalen Labyrinth zu tun. Das hier ist einfach nur irgendwas Gestelltes. Ich sag's euch, hier stimmt irgendwas nicht. Also, wenn das nicht Toni hier alles gemacht hat, dann drehe ich hier durch. Also, ich muss jetzt laut der Karte hier nach links gehen. Und ihr seht, da ist eine Oma. Okay, wisst ihr was? Das ist wahrscheinlich dieselbe Situation jetzt gerade wie bei diesem Römer. Deswegen gehen wir das Ganze einfach cool und gelassen an. Und nicht zu vergessen, ich habe hier selbstverständlich noch ein bisschen Kohle. Und es gibt niemanden, der Nein sagt zu Kohle. Deswegen gehen wir einfach hin und machen da eine kleine Bestechungsaktion, okay? Hallo, guten Tag. Na? Ach, wer sind denn Sie? Irgendwie kommen Sie mir bekannt vor. Was? Was sagst du? Ich habe gesagt, dass du mir bekannt vorkommst. Ich kann dich nicht verstehen. Gib mir das. Nimm mal das. Sag mir was. Du kommst mir bekannt vor. So laut musst du auch nicht mit mir reden. Was hast du euch für eine Mütze auf? Ach so, ja genau. Ich bin hier der Wärter. Und ich muss hier was kontrollieren. Ach ja, weißt du, ich hab gar keine Angst vor der Polizei. Hau mal ab jetzt hier, hau mal ab. Ciao, ciao. Aber
Hören Sie zu! Okay, junge Dame, Sie müssen jetzt gehen. Das ist hier eine Forderung. Wenn du jetzt nicht gleich hier abhaust, dann schlage ich dich! Komm, weg! Weg da! Okay, Leute, okay, Leute. Kleiner Rückzug. Okay. Das hat, okay. Das hat nicht so richtig hingehauen. Diese Oma, warte mal, wir gucken nochmal. Irgendwas stimmt mit der nicht, Mann. Außerdem sieht die voll aus wie Toni. Okay. Also das Problem ist, sie bleibt da die ganze Zeit stehen. Schaut's so her. Pass auf, ich habe eine Idee. Wenn die Polizei nicht greift, müssen wir was anderes ausprobieren. Ich glaube, Geld bringt bei der Frau auch nichts. Ich habe eine Idee. Statt mich wie ein Polizist zu verkleiden, so, dieses Hemd hier anziehen. Ich bin mir relativ sicher, ich kann sowieso nicht mehr so gut sehen, die gute Dame. Und dann werde ich jetzt einfach so tun, als ob ich, naja, ein kleiner Junge bin oder so. Weil jeder weiß eigentlich, dass so eine Oma rein theoretisch kleine Jungs und Mädels ganz süß findet, weil das ja quasi wie Enkel sind. Und wenn man das eigentlich kennt und meine Theorie stimmt und die Berechnung auch stimmt, sollte sie mir eigentlich den Zugang gewähren. Plus, sie sollte mir vielleicht den einen oder anderen Keks noch schenken. Also, gehen wir hier rein. Und dann gehen wir hier einfach mal weiter. Jetzt dürfte ich eigentlich aussehen wie ein kleiner Junge, oder? Okay, ganz entspannt. Wir gehen dahin. Es wird langsam zu dunkel. Wir müssen uns beeilen. Geh hin und bin einfach ein netter Junge. Oh, hallo, hi. Ach, was bist denn du für ein nettes kleines Kerlchen hier? Ich bin der Tammy. Oh, endlich jemand, der mit mir mal richtig sprechen kann. In der Lautstärke, die ich auch hören kann, weißt du? Ja. Wir sind den ganzen Tag so richtig unfreundliche Menschen und nicht so nette kleine Jungs wie du, Kerl, gell? Ja, genau. Oma? Ja? Darf ich hier vorbeilaufen? Ach, du bist ja mein Enkelchen. Ich hab dich ja schon fast vergessen, gell? Ja. Warte, warte. Eine Sache noch, bevor du hier vorbeilaufen kannst. Okay. Hier, halt mal meine Krücke, bitte. Ja, kein Problem, Oma. Weil jeder, der hier vorbeikommt, der kriegt natürlich auch hier einen Keks von mir. Aber ich sehe, muss ja noch ein bisschen hier zulegen. Aha. Ja. Oh, ja. Wow. Okay, das reicht schon. Hast du noch ein paar? Den habe ich schon mal angebissen, aber vielleicht kannst du vom Boden aufheben. Oh, klasse. Danke, Oma. Darf ich dann weitergehen? Du, ich brauche meine Krücke noch wieder. Na klar, hier. Kann ich nicht stehen hier. Okay. Alles klar, Oma. Schönen Tag dir. Dann danke dir, gell? Dank deiner Mutter. Grüße. Okay, mach ich. Ciao, Oma. Da hat mir doch das Kostüm was gebracht. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch weitergehen. Guck mal, die Oma, die bleibt auch wirklich stehen. Das ist wirklich so. Guckt euch das an. Die geht einfach nicht weg. Die ist einfach. Was macht die hier? 20 Uhr abends einfach im Maisfeld. Eine Oma. Naja, immerhin sind die Kekse gut. Okay. Also, rein von der Sicht her müssten wir jetzt langsam, aber sicher. Oh. Das Ding hier finden. Und zwar die Mitte. Okay. Das sieht mir ganz danach so aus, als ob wir jetzt hier in unserem neuen Outfit mit unserem neuen Rucksack die Mitte erreicht haben. Es ging doch ein bisschen schneller, als ich gedacht habe. Wobei ich sagen muss, ich bin immer noch total verschwitzt von dieser gesamten Rennpartie. Aber das hier scheint diese Mitte zu sein. Okay, also wir sind jetzt komplett mitten im Feld. Und hier ist nirgendwo Toni. Wow, okay, dieser Hut. Passt sehr, sehr gut. Wir treten der Anlage auf eigene Gefahr. Eltern haften für ihre Kinder. Rutschen auf eigene Gefahr. Okay, hier gibt es einfach Rutschen. Und hey, was ist das? Ist das etwa... Hey, das ist irgendwie so eine Kiste oder sowas. Hä? Irgendwie komisch, dass hier auch wieder... Ist das wieder sowas? Egal. In einer Kiste ist eine Kiste. Was haben wir da drin? Was ist das hier? Oh mein Gott. Das hier ist eine Drohne. Mit der kann man ganz entspannt herumfliegen, wenn ich sie nicht kaputt mache, und das Maisfeld von oben beobachten. Das heißt, wenn ich es richtig anstelle und ich das richtig anmache, oh, sollte ich eigentlich Toni mit dieser Drohne hier wahrscheinlich finden können. Das wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Hey, ich probiere es einfach gleich aus. Habe
ich hier noch was? Oh, Alter, eine ganze Fernbedienung. Okay, Leute, ich glaube, damit finde ich Toni auf jeden Fall schneller, als einfach nur dumm so herumzulaufen und die ganze Zeit Toni zu rufen. Außerdem rennt sie auch schneller als ich. Also, ich guck mal, wie das funktioniert. Okay, also, ich habe mir das jetzt ein bisschen angesehen. Also, ich bin nicht hundertprozentig sicher, wie es funktioniert, aber es dürfte auf jeden Fall funktionieren. Also, wir können hier mal quasi einmal diesen Controller anmachen und müssen jetzt quasi nur noch die Drohne anmachen. Okay, alles klar. Oh, es macht Geräusche. Okay, das Gerät wird gestartet. Perfekt. Okay, das dürfte mir vielleicht helfen, weil ich habe jetzt extra einen Bildschirm und mit dem Bildschirm sollte ich eigentlich jetzt irgendwas sehen. Also, es wird langsam immer dunkler und dunkler und ich finde Toni nicht und irgendwie müssen wir irgendwann jetzt ein Ende finden. Naja. Oh, okay. Ich sehe jetzt hier ein Bild. Und ich kann jetzt hier mal auf Starten gehen. Oh. Die Umgebungslicht ist dunkel. Okay. Alles klar. Jetzt können wir mal die Drohne fliegen. Hey, guck mal, sie bewegt sich sogar. Wow, wow, wow. Damit werde ich sie auf jeden Fall finden. Yeah. Oh mein Gott, ist die schnell. Wow. Okay, Leute, das ist ein Gerät, Mann. Ich versuche sie mal einfach mal übers Feld zu schießen, ne? Und ich guck mal, ob ich sie irgendwo sehen kann. Ich glaube, ich kann da Toni, glaube ich, gerade irgendwo sehen. Leute, da schwebt irgendwas einfach. Hä, ich zeige euch das mal. Da ist einfach, könnt ihr das sehen? Da ist einfach eine Drohne. Oh mein Gott, was, wenn Roman mich versucht, mit einer Drohne zu finden? Was? Hä, wenn er das wirklich macht, dann schummelt er, ey. Oh mein Gott. Roman. Okay, Leute, ey, langsam wird's echt dunkel und ich glaube, ich habe mich ein bisschen verlaufen und irgendwie höre ich auch die ganze Zeit so ein paar Geräusche, also ich weiß nicht so ganz, aber irgendwie habe ich schon so ein bisschen, ich weiß nicht, und Roman findet mich einfach nicht. Toni wird da gerade von irgendjemandem verfolgt. Hey, das sieht irgendwie aus, als ob das so eine schwarze Figur ist oder sowas. Das sieht mir auf jeden Fall gerade nach einem Killer aus. Hä? Hey, das dürfte irgendwo da hinten sein. Sie wird irgendwie gerade verfolgt. Oh nö. Okay, Leute, ich glaube, Toni ist sogar vielleicht in Schwierigkeiten. Ich habe ihr gesagt, die soll nicht so weit rausgehen, Mann. Okay, alles klar, Leute. Ich würde sagen, ich fliege sie noch mal kurz zurück. Okay, alles klar, Leute. Ich glaube, wir sollten am besten keine Zeit mehr verlieren, weil das sieht mir irgendwie ganz danach aus, als ob Toni da irgendwie ein bisschen verfolgt wird gerade. Okay, wir machen aus. Okay. Wir sollten am besten keine Zeit verlieren. Komm mit. Okay, also es sieht irgendwie ganz so aus, als ob sie auf jeden Fall in dieser Richtung ist. Oh mein Gott, habt ihr es gehört? Das ist hier irgendwo. Oh mein Gott, das war da, ich hab's gehört. Ich hab sie wirklich gerade schreien hören. Das war 100% Toni. Und ich sag's euch, da war irgendwas nicht richtig. Oh mein Gott, ich hab ihn gerade abgehängt, ey. Alter, da war einfach so ein Killer, Leute. Roman! Toni? Roman! Alter, Roman, ich wurde vom Killer angegriffen. Hier ist ein Killer einfach. Okay, ganz ruhig, ich hab's gehört. Pass auf, ich hab dich gerade mit der Drohne gesehen und... Du warst es mit der Drohne, du wolltest mich orten, Mann. Aber ich hab dich übrigens. Oh. Okay. Hey, lass uns erstmal von dem Killer wegrennen. Okay, hör zu. Ich hab ganz gehört, hier ist ein Killer, okay? Und warte mal, unsere Kamera ist noch dort hinten. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach. Wir müssen hier einfach nur rauskommen. Weißt du, wo wir sind? Ich hab so Angst. Ich hab keine Ahnung, ich bin die ganze Zeit weggerannt. Vor dir oder vor dem Killer? Was ist mit dem Römer? Hast du den gesehen? Ein Römer? Oder die Oma? Die habe ich nicht gesehen. Okay, alles klar. Dann komm mit. Wir müssen jetzt nur noch den Ausgang einfach finden. Alter, zum Glück habe ich Roman endlich gefunden, Mann. Es ist schon so dunkel auch. Mach dir einfach einen richtigen Vlog. Hey, okay, alles klar. Leute, wir müssen hier quasi das Video abbrechen. Das ist ja viel zu heftig. Also am Ende des Tages ist hier irgendwo ein Killer in diesem Maisfeld. Und es ist viel zu dunkel quasi. Also wir haben das Spiel einfach ein bisschen zu spät gestartet. Deswegen lass uns versuchen, hier nochmal kurz rauszukommen. Was ist denn im Weg? Ich glaube...
Ach, rechts. Da lang? Da lang. Sicher nicht da lang? Okay, dann da lang. Oh mein Gott! Okay, wir gehen jetzt einfach und notfalls kann ich jetzt gleich noch mal kurz mit der Drohne schauen. Dann kommen wir schon irgendwie wieder raus. Oh, ich hab Angst. Ich sag's dir, es ist viel zu dunkel inzwischen geworden, Leute. Warum trägst du eigentlich diesen dummen Hut rum, Mann? Ich? Den Hut? Ja. Hast du den, ne? Lange Geschichte. Hast du die Oma wirklich nicht gesehen? Nein, hier sind doch keine Menschen. Doch, hier sind Menschen. Was? Ja. Ich meine, du wurdest gerade von dem Killer angegriffen, ne? Und ich wurde von der Oma tatsächlich gerade aufgehalten. Deswegen 1:1. Und den Römer habe ich auch gesehen. Den Leute, was ist hier los mit diesem Maisfeld einfach? Okay, ich würde auf jeden Fall sagen, wir gehen jetzt raus, Leute. Das reicht, das reicht. Okay. Oh, da lang. Da lang? Da lang, da lang. Das ist Ende, Roman, okay. Wirklich. Oh, okay. Freiheit! Leute, das reicht. Wir machen auf gar keinen Fall mehr irgendwelche Versteck-Labyrinth-Challenges oder irgendwas. Es hat sich geklärt. Die Kreaturen, die man da drinnen antrifft, sollte man vielleicht abends nicht besuchen. Deswegen würde ich einfach mal... Keine Sorge, ich habe ihn verhaftet. Okay. Das war der Römer? Ich habe gesagt, da drinnen ist ein Römer. Was? Ja, da seht ihr, Leute. Ich lüge halt nicht. Okay. Auf jeden Fall, es ist viel zu dunkel, um hier vor diesem Labyrinth zu stehen. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wir waren übrigens beim Feld Hegehof. Dort haben wir das Video gedreht. Sehr nette Menschen, die uns das hier erlaubt haben. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben, schreibt einen netten Kommentar, Leute. Es war viel Mühe. Wir sehen uns. Haut rein, Leute. Ciao. Und ciao.